Warum kann sich Sel nicht einfach von mir fernhalten? Wir müssen alle evakuieren. Das wäre Zeitverschwendung. Ich muss so viele Leben wie möglich retten. Nein, das nützt nichts. Es wird sein wie auf Lingshan. Archangel hat einen riesigen globalen Energiespeicher. Sie speisen diese Energie in den Alpha-Sev ein und er schießt ein gewaltiges Loch in die Erde. Danach wird es keine Erde mehr geben. Was können wir dann tun? Mit einem Mindcarrier verbinden. Wenn ich in ihre Köpfe komme, kann ich sie vielleicht wieder schlafen schicken. Wenn es keine Sev-Gefahr gibt, pfeift Cell Archangel zurück. Sie wollen sich auf die Sev aufschalten? Prophet, Sie hatten schon Probleme, sich ihnen zu entziehen, als Ihr Hirn geschützt war. Wir haben alle Sicherungen abgeschaltet. Die Naniten in Ihrem Anzug sind also frei. Das heißt, Sie können sich in alles verwandeln. In jede erdenkliche Form. Sie könnten selbst ein Sev werden. Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. So, an der Stelle auch mal hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius und jetzt geht's weiter mit einem weiteren Let's Play Crysis 3 Versuch. Ich habe wieder ein paar Mal Schwierigkeiten gehabt heute Abend, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe jetzt mal zu Fraps rüber gewechselt, mal gucken, ob es dann stabiler läuft für mich bei der Aufnahme. Fraps braucht zwar enorm viel Performance, aber ich habe jetzt aktuell zum Beispiel 45 Frames hier. Und das, denke ich, geht doch eigentlich noch ganz in Ordnung. Muss ich überhaupt hierher? Ich hüpfe hier gerade irgendwie so total sinnlos herum. Wahrscheinlich. Ey, keine Munition verschwenden. So, erstmal gucken. Oh, was ist das? Nanosuit Upgrade Kit. Munitionskiste, blöde Waffe. Was weiß ich. Okay, dann holen wir erstmal ein bisschen was für Nanosuit. Wo geht's denn da rein? Da drüber, oder was? Okay, das sieht nicht schlecht aus. Zack. Ist es okay, wenn ich das hier mitnehme? Ja, danke schön. Okay, Upgrade Kit. Mal gucken, was wir überhaupt hier im Moment so haben. Das ist gerade das Hack-Kit, was ich benutze. Warum habe ich hier nichts auf dem dritten Perk aufgeschaltet? Da hätte ich ja zumindest mal... Brauchen wir noch irgendein anderes? Verfügbare Freischaltung 2. Das bedeutet, ich könnte jetzt auch das nehmen. Vertikalität, oder? Oder Moment. Was gibt's noch? Schnellere Energieaufladung? Nur schnellere Energieaufladung interessiert mich eigentlich nicht. Erste Hilfe. Ah, das wäre natürlich cool. Erweiterte Tarnung, oder? Also ich glaube, ich warte mal lieber mit dem, mit dem ganzen Gemurkse hier. Das lassen wir jetzt mal so. Eben speichern. Und jetzt bleibt die Frage. Ja, ich lasse das mit dem Hacken drin, oder? Jetzt hier bei den ganzen blöden Seth-Viechern schadet das vielleicht nicht. Wo bin ich denn durchgesprungen? Hier? Ah, das sieht gut aus. Ich habe auch gerade nochmal die Einstellung optimiert. Es gibt so ein Nvidia-Tool, der, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Mit dem kann man alle Einstellungen in dem Spiel automatisch checken lassen. Da guckt das Nvidia-Tool, was für Spiele ihr habt und schlägt dann optimale Settings dafür vor. Das ist eigentlich auch ganz cool. Da kann man nochmal mehr rausholen. Jackal, wollen wir nicht? Wollen wir hier mit der Rutsche rutschen oder was? Oder lieber hier hinten runter? Überall cool aus. Eigentlich würde ich gerne mal ein bisschen durchs Level laufen. Ein bisschen Levelgestaltung sehen und so. Ich weiß nicht, ob ich das mit euch zusammen machen soll. Achtung! Prophet incoming! Aus dem Weg da! Whoop. Okay. Es ruckt so gerade so ein bisschen abrupt, oder? Von dieser Unschärfe auf die Schärfe wieder. Das ist unser Ziel. Hört ihr mal so die Helikopter irgendwo, oder? Wie auf dem Flughafen, sag ich dir. Dass die wirklich runterfallen. Oh, guck mal hier, ein Wasserfall. Er sieht schon genial toll aus, oder? Also gerade hier auch so in Bewegung und so.
Da haben die Screenshots früher nicht gelogen, also dass es super wird. Oder super ist, was auch immer. So durch das Haus oder was? Na, guck mal da, da kommen die ersten Alien. Hampels. Wo willst denn du hin? Heute gibt's Aliensuppe. Oh, gebratene Aliensuppe sogar. Mit Strom dabei. Da hinten haben wir noch einen. Den habe ich schon gesehen. Das ist aber ganz schön weit weg, der Kollege. Weg ist er. Ich sehe Pfeile, meine Freunde. Das heißt, eigentlich können wir hier noch alles verballern, was wir haben an Pfeilen. Oh, scheiße, ich bin schon gesehen worden. Ey, lass das! Was denn? Hat den das nicht getötet? Habe ich den Baum erschossen oder was? Ah, diese Sprengpfeile sind wirklich ganz gut, ne? Oh, sieht er noch was Neues? Guck mal hier, was da am Bogen baumelt da unten. Seht ihr das? Also jetzt nicht oben die Sonne, sondern unten am Bildrand. Ich wackel mal so hin und her, dann sieht man es vielleicht noch mehr. Die Dogtags haben wir da dran gegangen. Das ist ja mal ein cooles Feature. Haben wir sonst noch irgendeinen Alien, den wir eben in die Luft jagen können, bevor ich hier die Pfeile einsammle? Ne, anscheinend nicht. Habe ich jetzt auch gelesen, ich soll mal die anderen Pfeile benutzen. Dabei funktionieren die normalen Pfeile eigentlich wirklich gut. Gibt es eigentlich wenig Grund, die anderen fast zu benutzen, obwohl sie natürlich cool sind, ja. Ja, ich weiß. Das war so geplant, dass ich hier mich, ja, ihr wisst schon. Totes Alien. Ich muss sagen, es läuft mit Fraps hier erstaunlich rund. Ich habe die ganze Zeit 43, 47, 42... Ja, also laufen an die 50 Frames, teilweise auch wenn ich jetzt mal stehen bleibe. Ja, läuft richtig gut. Aber ich glaube, die Soundaufnahme dabei ist jetzt nicht so gut. Das weiß ich nicht so genau. Sollen wir mal testen gleich. Halte X, um mit dem Seth-Hologramm zu interagieren. Ich sehe es. Jetzt. Wir sind verbunden. Prophet? Prophet? Sind Sie da? Sind Sie okay? Oh fuck. Boah, ist das geil, alter Schwede. Sie greifen Sie nicht an. Kniet nieder. Wir halten Sie für einen Seth. Oh Gott, ich liebe das Spiel. Nein, tun Sie nicht. Sie denken, ich bin der Alpha-Seth. Der Alpha-Seth. Prophet! Prophet! Das ist zu gefährlich! Sie verlieren sich an die Seth! Prophet! Norris! Nein! Nein, ich bin okay. Alles gut, alles gut. Boah, Alter, ist das geil. Ich spüre den Schwarmverstand. Er ist so mächtig. Das ist es. Ihre Gedanken und die Energie ist ein und dasselbe, wenn ich nur... Scheiße. Was ist das? Der wahre Alpha Seth. Sie müssen da rauf, Prophet. Na! Meine Anzugenergie sinkt nicht.
Ich erleide keinen Schaden. Sith-Waffen sind mächtiger. Es ist vorbei. Ja! Oh, ich dachte, ich erleide keinen Schaden, hat er gerade noch gesagt. Also ein bisschen Schaden erleidet er schon, wenn eine Rakete angeflogen kommt. Mann, ist das geil, Leute, meine Fresse. Meine Anzeige, die sind nicht. Ich erleide keinen Schaden. Sith-Waffen sind mächtiger. Es ist vorbei. Oh Gott. Oh Mann, ey. Ja, okay, das Ding rockt uns dann ordentlich weg. Dritter Anlauf. Wenn so eine scheiß Sith-Knarre nicht funktioniert, würde ich sagen Pfeil und Bogen, oder? Was meint ihr? Bessere Waffe gibt's doch gar nicht. Meine Anzugenergie sinkt nicht. Ich erleide keinen Schaden. Sith-Waffen sind mächtiger. Es ist vorbei. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Ist das Ding schon gelandet? Alles klar. Ist er tot? Mal vorsichtshalber, okay? nur so aus Jux. Ja, hast du nicht mitgerechnet, was? Gib mir die Reaper-Kanone, Alter. Oh Mann, es ist... Uah! Uah! Ich weiß schon, wie ich wieder alle bekloppten Scheiße-Let's-Player hassen werde, die sagen, das Spiel und... Werde ich alle totflamen, werde ich die alle. Prophet, wir müssen uns treffen, schnell. Situation ist außer Kontrolle. Nein. Es funktionierte nicht, aber der Schwarmverstand ist pure Energie. Wenn ich sie noch etwas mehr reinlasse, kann ich diese Energie selbst nutzen. Prophet, kommen Sie zurück und hören Sie mir zu. Ich habe neue Details zu Archangel. Er ist schon im Orbit. In einer Stunde könnte er hier sein. Außerdem evakuiert Cell alles, außer einer Anlage ungefähr 5 Klicks von hier. Scheint eine Leitstelle für den Satelliten zu sein. Bringen Sie mich da rein, dann schalten wir Archangel gemeinsam ab. Sind Sie dabei, Soldat? Ja, Ma'am. Sir, ja, Sir. Nano-Suit Lock Liberty Dome. Jetzt kommt wieder was Furchtbares, was ich vorlese. Übersicht. Cells Headquarter innerhalb des Liberty Domes überwacht Sammlung, Remodulation und Einspeisung der Energie und trägt die ultimative Verantwortung für alle innerhalb der Einrichtung durchgeführten Forschungen, Entwicklungen und Tests. Reicht. Kontrollpunkt erreicht. Werden hier wieder nicht aufgeräumt.
So, meine lieben Crysis 3 Freunde, bevor das jetzt hier zu lang wird, nee, das läuft ja jetzt gerade ganz gut und wie gesagt, das war jetzt ein einmaliger Test mit Fraps. Ich muss jetzt selber erstmal die Aufnahme checken, kontrollieren, ob das alles so gut genug geworden ist, um euch das zuzumuten. Und deshalb sage ich recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein.